Guten Tag allerseits, willkommen im Modul 426 Software mit agilen Methoden umsetzen. Heute möchte ich Ihnen etwas zu Git zeigen und zwar habe ich Folien vorbereitet zur Verwendung von Git, also es geht um konkrete Befehle und ich möchte nicht nur die Folien zeigen, sondern auch die Aufgaben darin vorlösen. Ich habe hier eine virtuelle Maschine aufgesetzt, Windows 10 und da ist eigentlich noch nichts konfiguriert und ich mache jetzt einfach mal die Folien auf und dort sehen Sie dann direkt bei der ersten Folie, also nach der Titelfolie, dass es gewisse Voraussetzungen gibt für diesen Übungsblock. Sie müssen Git installiert haben. Auf Windows machen wir das mit der Git Bash. Auf Linux, Mac OS können Sie das mit einer Paketverwaltung machen. Sie müssen Git konfigurieren, also mindestens User E-Mail, Username. Und Sie müssen einen SSH-Schlüssel generieren und auf Ihrem Profil auf der Frickelbude hinterlegen. Und damit Sie das sicher alle haben, möchte ich das jetzt noch einmal in Ruhe durchspielen. Ich besuche die Seite hier, also hier ist der Link für die Git Bash Installation, die wir werden auf gitscm.com weitergeleitet und hier gibt es verschiedene Installer. Ich nehme jetzt einfach mal den 64-Bit Installer für Windows. Sie können auch die Portable Version nehmen, aber ich glaube der Installer ist komfortabler und auf einer VM haben Sie ja Installationsrechte. Download geht recht schnell, führe ihn direkt aus und dann gehen wir schnell einfach durch die Installationsroutine durch. Browser kann ich minimieren im Hintergrund. Zuerst die GNU General Public License, die können wir akzeptieren. Wir gehen einfach auf Next, den Installationspfad belassen wir, gehe auf Next. Jetzt die Frage, ob Sie ein Desktop-Icon machen wollen. Ich mache mal eins auf dem Desktop. Windows Explorer Integration ist sinnvoll. Und den Rest kann man so lassen, wie er ist. Geht auf Next. Im Startmenü legen wir das unter Git ab, ist auch sinnvoll. Und jetzt ist die Frage nach dem Texteditor, den Sie standardmäßig verwenden wollen. Ich persönlich würde Vim verwenden, ich empfehle Ihnen aber etwas anderes zu verwenden. Wozu wir diesen Texteditor brauchen, werden Sie dann noch sehen. Ich mache es mal ganz einfach, wir verwenden einfach mal Notepad, weil wir auf Windows sind. Sollte reichen und den können sicher alle bedienen, diesen Texteditor. Also ich wähle Notepad, gehe weiter und jetzt ist die Frage, wie der Standard-Branch heißen soll und ich nehme da, also Master wird da vorgeschlagen. Ich mache es jetzt hier explizit, dass wir einfach unseren Standard-Branch als Master bezeichnen wollen. Bitte setzen wir das auch so, das ist immer noch am weitesten verbreitet. Gehen wir weiter. Und jetzt ist wegen der Pfadintegration die Frage. Hier würde ich die vorgeschlagene Variante nehmen, dann können Sie Git von der Git Bash aus verwenden oder von der traditionellen Eingabeaufforderung von der PowerShell, wie Sie wollen. Also diese Option wählen oder angewählt lassen und mit Next weitergehen. Hier gibt es zwei Varianten für OpenSSH. Ich würde hier auch die Version nehmen, die mitgegeben wird von Git, Use Bundled OpenSSH. Gehen wir weiter. Dann bei OpenSSL, hier könnte man für HTTPS die von Windows nehmen, falls Sie das Zertifikat integriert haben. Da wir auch mit SSH arbeiten, würde ich einfach die Standard OpenSSL Library verwenden und weitergehen. Diese Option hat mit Zeilenendungen zu tun. Ich würde die genauso lassen, damit es zwischen Windows und Linux gut funktioniert. Auch diese Option können Sie belassen und noch weitergehen. Und das ebenfalls. Den Git Credential Manager werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Wir können aber den trotzdem mal verwenden und weitergehen. Und das habe ich auch noch nie geändert. Gehe einfach weiter. Das sind experimentelle Features, die lassen wir weg und gehen einfach auf Install. Jetzt findet die eigentliche Installation statt.
Ich pausiere das Video nicht, das geht dir recht schnell. Sie sehen, das Icon wurde erzeugt, es werden noch ein paar Tasks ausgeführt. Release Notes wollen wir nicht sehen und die Git Bash wollen wir aber direkt ausführen, sonst könnte man es auch über den Desktop machen. Ich gehe auf Finish und ich sehe jetzt schon, da geht die Git Bash auf und ich schaue gerade, ob wir ein bisschen die Schrift vergrößern können. Vielleicht kann man das allgemein konfigurieren, Rechtsklick Options. Colors haben wir hier. Man kann auch ein Theme auswählen. Windows 10 wäre vielleicht passend. Schauen wir mal, wie es aussieht. Text. Und jetzt hier können wir eben die Font einstellen. Was haben wir da so? Consolas ist recht gut gerendert auf Windows. Und die Schrift macht es mal extra groß mit 16. Damit Sie es zu Hause gut sehen können. Ja, das passt doch einigermaßen. Wir können es sogar noch größer machen, finde ich. Vielleicht 18 oder gar 20. Ja, das sollte passen. Color Team, schauen wir nochmal, was es gibt. Irgendetwas mit hohem Kontrast vielleicht. Sonst lassen wir es mal so. Also es wäre jetzt Git Bash, wenn ich die schließe und wieder aufmache, sollte die immer noch etwa gleich aussehen. Okay, das Fenster ist jetzt nicht maximiert, das ist gut so. Ich bin hier, wenn ich den Befehl pwd eingebe, bin ich in meinem User-Verzeichnis. In der Git Bash wird es einfach als Unix-Pfad dargestellt, aber es ist eigentlich mein Home-Verzeichnis. Das war die Installation, Git Bash läuft, das müssen wir als nächstes machen. Gehen die Slides zurück, das brauchen wir nicht mehr hier. Wechseln in den Präsentationsmodus, damit es größer dargestellt wird. Die Installation ist erfolgt. Punkt 1, jetzt konfigurieren wir Git. Und dazu müssen wir zwei Optionen setzen, User.email und User.name. Achtung, das hat nichts mit Ihrem GitHub-Account zu tun. Grundsätzlich können Sie irgendeine E-Mail setzen. Ich empfehle Ihnen aber, die SLUZ-E-Mail-Adresse zu verwenden, weil wir die auf der Frickelbude auch haben. Und dann gleich die beiden Accounts von der Frickelbude mit ihrer lokalen E-Mail übereinstimmen. Mach schnell, dass vielleicht aus diesem Modus rausgehen. Ein bisschen vergrößern. Und jetzt können wir diese Konfiguration durchführen. Also git config global user.email, Vorname, underscore Nachname, sluz.ch. Für mich als Lehrer ist es mit einem Punkt und ich mache das jetzt gerade. Vielleicht ein bisschen kleiner machen hier. Git config global, also damit es für das ganze User-Profil gilt, user.email und bei mir eben patrick.bucher@sluz.ch, bei Ihnen dann ein Underscore statt des Punktes. In Ordnung und der Name auch noch, global user.name. Mit einfachen oder doppelten Anführungszeichen Schlusszeichen. In Ordnung, kontrollieren kann man es mit config user.email und git config user.name. Das hat alles geklappt. Ctrl-L kann ich die Ausgabe leeren. Das wäre die Konfiguration gewesen. Jetzt benötigen wir noch einen SSH-Schlüssel. Und den müssen wir auf der Frickelbude dann hinterlegen. Den machen wir folgendermaßen, SSH Keychain, das ist installiert, -T gibt den Typ des Keys an, da wählen wir ED25519. Das ergibt recht kurze Schlüssel und als Kommentar mit -C nehme ich einfach nochmal meine E-Mail-Adresse, damit wir wissen, wozu hier dieser Key gehört. Okay, hier kann ich einfach mit Return bestätigen, nehme den Standardname und eine Passphrase nehme ich jetzt in diesem Setup mal nicht. Noch einmal Return
Und jetzt gebe ich diesen Key aus, der Tilde, id:ed:255:19.pub. Wichtig, geben Sie den Public Key aus, nicht den Private Key, den sollten Sie geheim halten. Jetzt wird dieser Schlüssel hier ausgegeben. Was mache ich damit? Ich markiere den ganzen Schlüssel, also von SSH bis zum Ende meiner E-Mail-Adresse, mache einen Rechtsklick, gehe auf Copy. Jetzt gehe ich auf code.frickelbude.ch und hier oben klicke ich auf meinen Avatar, gehe auf Einstellungen, wähle hier den Tab SSH-GPG-Schlüssel. Ich habe hier schon einige hinterlegt und ich füge jetzt einfach hier einen hinzu und ich kann das direkt ins untere Feld hineinpasten mit Ctrl-V. Dann wird oben gleich meine E-Mail-Adresse erkannt. Klicke auf Schlüssel hinzufügen und jetzt kann ich mit SSH hier auf der Frickelbude arbeiten. Das sehen Sie an einer späteren Übung noch. Okay, das wäre jetzt mal das Setup gewesen. Mach dann gleich weiter im nächsten Video mit dem ersten Befehl. Bis dann.